Hallo Freunde, wenn ihr jemals auf einem Surfbrett gestanden habt, über die Wasseroberfläche geglitten seid, eine Welle erfasst habt und auf ihrem Kamm geritten seid, dann wisst ihr, was für ein Gefühl von Glück, Adrenalin, Freude und Zufriedenheit das ist. Aber was fühlst du, wenn jemand plötzlich von hinten an dich heranschwimmt und die ganze Idylle ruiniert? Der kalifornische Surfer Dan Murphy ist in eine solche Geschichte hineingeraten. Er versuchte auf mehreren Wellen an der Küste des Meeres zu reiten, als plötzlich etwas auf ihn zukam. Der junge Mann dachte, dass irgendein Lebewesen ihn angreifen wollte. Er wendete scharf und bereitete sich auf das Schlimmste vor. Zu seiner Erleichterung erkannte er im Gegner eine kleine Robbe. Wahrscheinlich hat das Brett der jungen Robbe gefallen, sodass sie ebenfalls beschloss, darauf zu surfen. Der Clip mit dem neugierigen Tier hat den Sportler auf der ganzen Welt berühmt gemacht. In der Aufzeichnung ist zu sehen, wie die kleine Robbe immer wieder auf das Brett klettert, aber sich nicht halten kann. Die Beharrlichkeit der Robbe ist wirklich lobenswert. Nicht jeder Mensch wäre so ausdauernd. Es war einfach unmöglich, das Geschehen unbeteiligt zu beobachten. Also beschloss Dan, dem jungen Tier zu helfen. Der Surfer nahm das Tier hoch und setzte die Reise über die Wellen mit ihm im Tandem fort. Dennoch, egal wie süß die wilden Tiere aussehen, es ist besser, sie nicht zu berühren und sich ihnen nicht zu sehr zu nähern. Die amerikanische Behörde, die sich mit der Erforschung der Ozeane und der Atmosphäre befasst, veröffentlichte auf ihrer Website einen Artikel mit dem Titel »Keine Selfies mit Robben«. Es geht in ihm darum, dass man, wenn man eine Robbe am Strand sieht, sich ihr auf keinen Fall wegen einer originellen Aufnahme nähern sollte. Es mag noch so verlockend sein, ein Foto mit einem charmanten Robbenjungtier zu machen. Die Experten erinnern aber daran, dass Robben starke Kiefer haben und beim Menschen bleibende Eindrücke hinterlassen können. Die Behörde erhält immer wieder Berichte über Verletzungen, die Menschen bei solchen Fotoshootings erlitten haben. Wenn sie sich zu stark nähern, laufen die Menschen Gefahr, das Tier zu unvorhersehbarem Verhalten zu provozieren. Besonders wenn es darum geht, Robbenjungtiere zu fotografieren. Wütende Weibchen können sehr aggressiv sein. Erwachsene Tiere können ihre Jungen für mehrere Stunden, manchmal für einen Tag, allein lassen, um zu jagen. Die am Strand zurückgebliebenen Jungtiere mögen als sehr verlockende Objekte für Selfies erscheinen. Wenn das Weibchen jedoch einen Menschen neben seinem Jungtier sieht, wird es eventuell nicht zurückkehren, da es denkt, dass es nicht ungefährlich ist. Experten fordern, sich Robben auf eine Entfernung von höchstens 45 Metern zu nähern und Haustiere fernzuhalten. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem interessanten Video ein Like und vergesst nicht, es mit Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal!